Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den SMK Premium Panzer von den Russen, wie man sieht, anhand der grünen, schönen Bemalung, Tarnanstrich, wie auch immer. Wir haben oben 7,6 cm Geschütz, unten 4,5 cm. Das obere ist ja der Punkt, wie ihr seht, der weiße Punkt. Das ist das obere Geschütz. Hinten haben wir noch einen 7,92er, glaube ich, MG, aber das benutzt eh keiner, also ist unsinnig, darauf jetzt einzugehen. So, warte mal. Mit die Sekundärmunition. Warte mal. Warte mal. Die obere müsste die 7, also die 1,2 müsste sie die 7,5er sein. Okay. Ja, wir fahren, haben 55 Tonnen Gewicht auf dem Bauch hier. Und fahren maximal 38 km/h. Wird wohl eher nicht so passieren, aber wir schauen mal. Ich habe weniger Munition mit. Das sieht jetzt noch viel aus, 35, aber man darf nicht vergessen, ich schieße ja theoretisch beide gleichzeitig ab. Und man verballert die recht schnell, die Munition, wenn man jetzt nicht wirklich schnell trifft. Und wenn man bedenkt, dass normalerweise hier bis, also so um die 300 Munition mitgefüllt werden können, ja, dann ist das schon verhältnismäßig, oh Scheiße, verhältnismäßig wenig. Aber ich sage nur verhältnismäßig. Verhältnismäßig wenig. Deswegen glaube ich, dass die Reduzierung hier in Ordnung ist. Aber nur, achso, ja, das Ding gibt es für ungefähr 1350, glaube ich, war das. 1350 gibt es das zu kaufen. Ich fahre zurückwärts, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich jetzt hinfahren soll. Das war's, ein KV-1 fährt auf mich zu. Die kämpfen hier fleißig. Ich befürchte, dass ich hier nicht viel zeigen werde. Oder zeigen werden kann. Und einer ist schon mit dem Bomber unterwegs. Das ist ein dicker Max. Oh ja, und so zu stehen, das ist fatal. Das ist richtig dumm. Also werde ich mich weiter bewegen. Ich hoffe, dass er mich sich nicht für mich interessiert. Mit den M18 könnte man da irgendwas reißen. Auch nicht. Vielleicht doch den dicken Max. Ich scheine irgendwo ziemlich gut versteckt zu sein. Ich sehe es ja leider jetzt so nicht. Oh, 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 da. Krit! Ja, man sieht schon. Geht eigentlich ganz gut ab. Wenn man trifft, wenn man trifft. Okay, das ist noch eine Sturmhaubitze. Die beschießt mich auch. Ich sollte hier gar nicht stehen bleiben. Gar nicht so einfach. Man ist hier wirklich am Paddeln eigentlich. Scheiße, Jagdpanzer. Oh, fuck you. Und jetzt haben sie einen natürlich auf dem Kicker hier. Also das ist jetzt nicht gerade Pay to Win, ne? Das ist einfach nur, ich kaufe mir einen Panzer, den ich unbedingt jeder hat. Das heißt ja nicht, dass er gut ist. Der SMK ist bestimmt gut, aber hier bringt er mal gerade nicht viel. Ich meine, ich halte viel aus. Wenn man mal wirklich hinschaut, dann kriegt man ja mit, dass ich viel aushalte. Max, ey. Nur, was bringt mir das hier auf Dauer? Auf Dauer erstmal gar nichts, sonst würde ich ja wirklich vorankommen. Dieses Scheißding nicht hier. So, wie sieht's aus? Zwei Mannschaftsmitglieder, drei sogar, schwer verwundet. Ich habe gar keinen Bock drauf, nach vorne zu fahren, denn solange die da keiner irgendwie ausräuchert, oder zumindest einen von wegnimmt, bin ich hier eigentlich gefangen. In M10. Was ist da? Ich frag mich, was da ist. Aha. Das ist ja eigentlich blind vor sich hinschießen. Ich sehe ja überhaupt nichts hier. Die Granate war wirkungslos. Das ist natürlich schön für dich. Oh, ich dachte, das ist der fette Max. Der dicke Max. Jetzt haben wir es doch ein bisschen besser hier im Visier. Wenn man mal schießen würde hier.
Ja, du kleiner Wichser. Weißt du, da habe ich ihn verschont, mehr oder weniger. Dann so ein Kack hier. Eigentlich muss er wenigstens mal einen Kill hier hinkriegen. Also, zu dem Typen sage ich mal gar nichts. Aber es ist nicht einfach. Was hat der denn da für eine Scheiße in der Fresse? Wachsen ihm noch die Schamhaare raus oder was? Aber es ist. Das kann ich einfach komplett rot machen. So. Die Spitfire, die wir hier nochmal ein bisschen. Okay, die war schon weg, bevor sie da war. So. Irgendwie stürmt hier einer hoch gerade. Oh. Wahrscheinlich eine Abschlusshilfe, aber ist egal, ob der ist weg, der Fixer. Und wir, apropos weg, wollte ich gerade sagen. Ups, 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 ups. Schnell weg hier. Was ist das denn? Wie geht das? Alter, was für eine Scheiße. Erzähl mir doch keinen Mist hier. Ach, so ein Bullshit, echt. Also manchmal ist das Spiel wirklich, da fragt man sich, was, wer denkt sich so ein Hurendreck aus? Boah, ey, ich krieg so einen Plack am Himmel, echt. Ich hab das auch schon gehabt, dass ich von Bomben getroffen wurde, die 5 Kilometer weit von mir entfernt sind. So, jetzt in der Art, ne? Das ist nicht gefühlt, dass ich weit entfernt bin. Ich war wirklich unheimlich weit entfernt. Und trotzdem fetzt mich das weg. So, als hätte ich so ein Setback und wurde... Und war im Feuer, wurde dann aber kaputt nach vorne wieder teleportiert. Ja, so ein Bullshit, echt. Der nächste Ficker, ey. Das frustriert natürlich. Und trotzdem wollen sie die Kohle von einem. Ja, und hier hat man schon wieder die nächsten Bomben. Wahrscheinlich bin ich jetzt gleich wieder raus und damit ist die Runde auch dann gelaufen. Komisch, diesmal hat es mich nicht zerfetzt. Was ist das für ein Scheiß? Naja. Geht jetzt irgendwie roh, fuck. Feuer, bro! Das gibt's doch nicht. Vom Reparieren zum Reparieren, Alter. Wie ich das hasse, wenn sie wie die... Naja, mosambikanische Massenvergewaltiger hier wirklich diese verkackten Spawnpunkte cappen. Und er hier, die schwule Sau, ne? Sag ich mal gar nichts zu. Ja, ich weiß, man sollte sich nicht aufregen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die spielen ja auch alle besser als du und so. Aber, weißt du, hier Mr. Schamhaar, der hat einfach nur einen beknackten Vorteil. Ne? Und ich meine, das ist ja nur wirklich... Da fallen mir Vorfälle ein aus jüngster Zeit, ne? Da sage ich mal gar nichts zu, die ich damit vergleichen könnte, ne? Aber wie gesagt, also ich mache mal einfach noch eine Runde, bevor ich mich noch im Kopf und Kragen rede hier, also bis gleich. Jo, nochmal einen kleinen Abfucker zum Abschluss hier. So, lassen wir uns mal hier wegmetern. Am besten vom dicken Maxen. Mit Schamhaar-Frisur. So. Wir nur einen Punkt haben. Ich sehe schon, wo die Leute alle starten, ey. Wahnsinn. Da sind wir voll für den Arsch. Aber so richtig für den Arsch. So, da haben wir schon die ersten Prügler. Ja, ja, ja. Ist ja ganz fein. Also richtig, richtig fein gemacht. Soll es nicht, aber gut. Es scheint hier jetzt nichts weiter zu sein. Die werden wohl irgendwo runterfahren. Wer brennt denn da? Kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen.
okay. Bin ich eigentlich nicht so Freund von. Ah, toll. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich aus dem Gefecht gehen hier. Aber ganz im Ernst, ich glaube, ich werde versuchen, vorzukommen irgendwie. Ach du Scheiße. Das wird knifflig. Ich fühle jetzt schon, wie eigentlich wieder alles vorbei ist. So, jetzt kriege ich hier doppelt Artillerie in die Fresse. Schon weg. Eine Sorge weniger. Nicht wirklich, aber trotz allem. Das Ding nehme ich einfach weg, weil es bringt Punkte. Ah, jetzt müsste ich hier theoretisch, soll ich jetzt die ganze Zeit campen hier, echt jetzt. Ich meine, ich will mich auch nicht überraschen lassen hier, ganz im Ernst. Eigentlich wäre es mir ganz lieb, wenn den jetzt einer wegmacht. Ich meine, ich könnte vorfahren, aber... Weißt du... Leck mir, ich fahre halt vor euch. Wo ist er? Ist der weg? Tatsächlich hat er einer schon weggeraucht hier. So, irgendwie vorne ist noch einer. Spätestens daran merkt man, dass wirklich jemand da ist. Oh gut, ich bin mit meinem Kumpel. Oh, ich hoffe, ich saug mich ab hier. Oh, ich sehe dich, du kleiner Ficker. Wird das heute noch mal was? Kill ihn. Alter, bist du immer nachlädt hier. Der Knaller. So ein Scheiß, Mann. Ich raff das nicht. Wie kann es sein, jetzt mal ganz im Ernst, dass man mit zwei verschiedenen Munitionstypen für mittlere Panzerung und für starke Panzerung diese Sau nicht kaputt gefickt kriegt? Ich raff das nicht, echt. Ich verstehe das wirklich nicht. Und jetzt freut sich dieser kleine Pimmel unverdienterweise, ja, dass er einen Kill gemacht hat. Dumme Lappen, echt. Ich habe mehrere Munitions...
Typen und Verbindungen ausprobiert. Wie benutze ich was am besten? Und das hatte so am besten sich bewahrheitet. So komischerweise nie bei T34. Und das ist nicht das erste Mal. Dass ich so einen vergammelten T34 so nicht gefickt kriege. Verstehe ich nicht, echt. Verstehe ich nicht. Besser. Jetzt ist er weg. Kann nichts erreicht. Ich meine, es ist nicht so, dass ich niemanden oder jemanden nicht gönne, wenn er wirklich was geleistet hat und da wirklich heftig gekämpft hat und jemand ausgeschaltet hat und so, aber das ist doch einfach nur. Weiß ich nicht. Abschusshilfe hier, mein Gott, hier bist du da nicht mehr. Ich meine, wir gewinnen, ja, aber die Frage ist natürlich, wie gewinnt man? Und ich finde dafür, dass. Ich meine, das ist ja irgendwie auch nervenaufreibend auf eine gewisse Art und Weise. Darf man ja auch nicht vergessen. Und das berechnet das System hier nicht, ne? Also kriegt man eigentlich kaum Punkte für so eine Sache. Oder für einen Kampf, der eigentlich mehr war, als jetzt zu sehen war. Das Schwein muss ich jetzt kriegen, echt. Jetzt will ich ihn hetzen. Ja, ich sehe den anderen T34. Oh shit. Wieso konnte ich wieder. Ich verstehe das nicht. Warum konnte ich nicht mit dem Bomber rein, wenn ich doch aufgeklickt habe? Wo ist denn der jetzt hier wieder? Ja, trotzdem danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich muss mich erstmal beruhigen hier. Und ja, hinterlasst ein Abo, dann könnt ihr euch noch mehr von dem Scheiß hier reinziehen. Also, bis dann, Leute. Ciao, ciao.